Willkommen zurück bei RimWorld. Es ist wieder Wochenende, wir zocken wieder zusammen eine Runde und die ersten Auftrag, den ich jetzt schon direkt mal an Heisenberg vergeben hat. Er muss unsere tote, verrückte Haze begraben. Und was ich eben gerade gesehen habe, die Samantha, die kann jagen, ist aber leicht durchgedreht. Diese furchtbare Laune gilt ihr. Und wir haben natürlich immer noch keine Nahrung, deswegen will ich jetzt mal versuchen, ob wir vielleicht die Samantha so ein bisschen beschäftigen können. Ach, hier liegt ja auch noch einer. Ein Toter. Oh mein Gott. Kann das eine Ärmer machen? Habe ich noch ein Grab? Das ist aber echt schon traurig hier, ne? Überall Tote hier. Nee, nicht ausziehen. Ich kann aber nicht begraben, warum nicht? Naja, dann bleibt er da hinten liegen. Ja, ihr seht, unsere Kolonie ist immer noch nicht auf einem guten, besseren Wege. Und ich habe hier auch irgendwie keine Tiere zum Jagen, kann das sein? Da schläft eine Schildkröte. Und was ist das hier? Ein Chinchilla. Komm, jagen. Und hier, die Schildkröte jagen wir auch. Gucken, ob Samantha das jetzt auch macht. Wo ist sie denn? Ah ne, sie pennt jetzt erstmal. Okay. Habe ich denn auch noch irgendjemanden, der vielleicht hier... Ach, das ist Jesse. Weil ich habe doch letzte Episode auch noch hier den Auftrag gegeben, dass sie bitte den Scheiß hier vorne... Was hast du denn da? Was frisst du denn da? Dass die den Scheiß mal ernten hier. Ich brauche echt langsam Nahrung. Das ist das Einzige, was jetzt erstmal fehlt. Da ist das Samantha sich wieder ausgezogen, anstatt jagen zu gehen. Ja, das ist super. So kommt die Scheiße auch nicht ran hier. Aber da, ne, guck mal, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt 12-mal Nahrung, aber das ist jetzt leider nur Affenfell. Samantha, geh doch jagen. Oh, jetzt holst du dir Waffe, ja. Oh, hier sind doch auch Beeren. Das war aber laut. Boah, die schießt aber von arschweit weg hier. Du triffst du nicht. Meine Fresse, echt jetzt? Oh Gott, das wird doch nichts. Keine, das ist echt klar, dass wir dann verhungern, weil... Die macht einen Krach, die Frau. Verdammte Scheiße. Geh doch näher ran. Schildkröte geht einfach spazieren. Alter Scheiße. Was ist denn hier? So, kaufe Medizin von Händlern. Ja. Vielleicht muss ich langsam mal dieses Ding bauen, dass ich auch handeln kann. Das wäre doch mal was, oder? Vielleicht kann ich mir dann einfach so ein bisschen Nahrung ranholen. Müssen wir kurz gucken, wie das Ding hieß. Funk, das ist einfach ein Funkesystem, glaube ich. Gibt so viele schöne Sachen, die ich noch nicht mal angekratzt habe hier. Raumschiff, Träger, nein. Da. Ist das das? Ja, das ist für Handel. Oh, warum ist das so groß? Muss das draußen stehen oder was? Achso, ich kann nur Sachen verkaufen, die sich in der Lagerzone befinden hier. Na, das ist ja bescheuert. Ach ne, das ist das, oder? Keine Ahnung, was das denn sein soll hier. Das ist auch nochmal. Ach so, ich muss die Fundlage bauen und das Funkfeuer muss in der Nähe von meinem Lager sein, oder was? Aha. Oh Gott, hier gibt es ja noch richtig... Na gut, wir bauen jetzt mal die Funkanlage. Ja, wir klatschen die erstmal hierher. In die Ecke da. Gucken wir mal, vielleicht können wir uns ja ein bisschen was ranhandeln. Oh, der hat das echt jetzt abgebraut hier, ne? Was macht der da? Er räumt auf. Endlich mal einer, der den Scheiß da rausräumt. Wunderbar. Und Samantha rotzt da hinten noch rum. Meine Fresse. Mädchen, geh doch näher ran.
gut, dass man die Munition hier nicht irgendwie noch basteln muss, ey. Verdammte Scheiße. Vorratskapsel. Ist da Nahrung bei? Was ist das? Labradorleder, ne? Da brauche ich nicht. Hier, jagen. Wenn du dann nächste Mal irgendwann da hinten Zeit hast, Samantha. Dann kannst du das ja mal versuchen. Vielleicht erwischt du ja irgendwas. Jetzt legt sich die Schildkröte erstmal hin. Ja, war ein stressiger Tag. Wurde 20.000 Mal auf mich geschossen, aber mir geht's gut. Meine Fresse, ey. Kann auch nicht so schwer an Nahrung zu kommen hier. Was macht Jesse jetzt? Er ist immer noch nackig, oder? Und überall liegen Klamotten rum, weil die sich ausziehen hier. Ach, das ist ja ein Laden, ey. Die Scheiße ist immer noch kaputt hier, glaube ich, oder? Diese roten Dinger. So. Machen sie echt mal die Mauer fertig. Ich habe doch auch noch jemanden, den, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo war das? War das bei Arbeit? Nein. Nein, Befehle war das. Weil hier gibt's doch... Ne, der ist geerntet. Da gibt's doch überall so eine kleine Büsche, hier. Wenn das dann mal jemand macht, wäre das super. So ein bisschen was ranholen. Hier sind überall Büsche mit Nahrung. Wenigstens ein bisschen was Beeren oder was die dann fressen können. Da liegt der Tote. Samantha ist wieder auf der Jagd. Ja, die erwischt eh nichts damit. So, dann gucken wir mal. Vielleicht macht das mal jemand. Da, Levin macht das auch. Ich glaube, Levin ist unser neuer guter Mann hier. Und er frisst auch gleich mal was davon, wa? Ja, Zusammenbruch. Ich klicke da nicht mehr drauf. Ich klicke das einfach weg. Da, guck mal, jetzt kommt die dicke Nahrung rein hier. Die Stühle sind auch noch nicht alle fertig hier. Was ist mit den Stühlen? Achso, weil ich kein Holz mehr habe? Achso. Dann hack doch mal so ein klein wenig hier, wenn das irgendjemand mal bitte machen möchte. Psychische Drohnen, was? Deine weiblichen Kolonisten, was? Hass ist ritzig und selten ein starkes psychisches Brummen über die gesamte Region auf einer Frequenz, die sich scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Jo, mein Gott. Jo, mein Gott, ne? So, wollen wir uns kurz mal gucken, kann ich den da hinführen? Nicht? Wie denn? Samantha? Wie kann ich denn da jemanden hinschicken? Ja, mit Rechtsklick mache ich aber. Ah. Ach so, ich muss jetzt erst das orbitale Funkfeuer bauen, ne? Wo war es noch gleich? Möbel? Nein. Sicherheit? Da muss ich das neben meiner Lagerstätte bauen. Also baue ich das erstmal hier so her. Weil ja, gut, der hat jetzt wahrscheinlich noch nicht 56% gewachsen. Sammelt ihr den Scheiß denn nicht irgendwie selber weg? Oder muss ich echt darauf achten, wenn der Scheiß fertig ist, dass ich das auch abernte oder was? 0% Wachstumsrate. Na, wenigstens habe ich jetzt so ein ganz klein wenig Nahrung. Das ist doch schon mal was, oder? Hat Samantha irgendwas dazu beigetragen? Ich glaube nicht, oder? Die hat da eine Munition verschwendet, ey, die Frau. Hier kommt auch keine Nahrung. Ist das denn jetzt hier kälter drin in diesem Ding? Kann ich das irgendwie feststellen? Muss ich da ein Thermometer reinhalten? Hm. Was hast du denn jetzt da hingebracht?
Ein Großhändler. Okay. Ist doch gerade pünktlich fertig. Wollen wir mal gucken, ob wir auch handeln können? Jetzt haben wir das verrückte Team. Rufe Anführer. Oh Gott, jetzt geht's los. Habe ich noch nicht einmal gemacht. Jeden anderen selber zu einem Händler schicken kann, musste ein orbitales Funkfeuer habe ich. Und ein Lager im Gegenstand zum Handeln in der Reichweite. Da habe ich auch. Ich hätte gerne. Oh, das ist ganz schön teuer. Das ist ganz schön teuer. Wo gibt's denn hier Nahrung? Reis. Das wäre auch mal toll. Und so viel hat er auf Lager? Oh Gott, jetzt muss ich ihm nur so viel an Scheiß verkaufen. Hier, ich habe Stahl ohne Ende. Ja, nicht genug Stahl, ne? Gold habe ich auch. Jetzt habe ich noch 508 Sachen über. Ich kann sogar die Kobra verkaufen. Weg mit ihr. Nein. Gut, ich kaufe Reis. Und eigentlich hätte ich noch gerne ein bisschen Medizin, aber die ist ganz schön teuer. 52. Ja, das ist richtig. Das ist mehr hat er auch nicht in diesem Ding hier. Ja, wir machen mal, übertreiben das jetzt mal nicht hier. Ja, das brauche ich jetzt wohl gerade nicht. Also ich habe jetzt noch 508 Sachen zum Händeln frei. Handeln. Tja, an Medizin kommen wir nicht dran. Oh, ich kann mein Affenfell verkaufen. Und ich habe doch auch noch hier da hinten Labradorfell gehabt. Wo ist denn das? Kann ich das nicht verkaufen? Ha. Ja gut, was kann ich denn... Ich kann auch ein Dromedar kaufen. Eichhörnchenfleisch. Hm. Und noch ein bisschen Alpaka. Oh, das war zu viel. Ah nee, das ist jetzt... warte mal, ich habe jetzt noch 70 frei, da habe ich jetzt 70 zu viel. Habe ich zu viel Eichhörnchenfleisch gekauft. Müssen wir das ein bisschen weniger machen hier. So. Zack. Bäm! Oh mein Gott, ist das laut. Und was ist das jetzt in so Nahrung, ja? Na, wenn das nicht mal schon ein bisschen was für uns ist, Leute. Pack das mal schnell rein. Nein? Pack das mal hier. In unsere Nahrungsdingensgeräte. Die schnacken nur. Packt ihr das nicht da rein? Leute, verarscht mich doch nicht jetzt. Ach, Nevin holt Holz da hinten. Heisenberg baut lieber einen Stuhl. Hier liegt so viel schöne Nahrung für euch rum. Möchtet ihr da nicht vielleicht das Zeug mal reinbringen oder was? Warum nehmen die eigentlich das Zeug nicht aus diesem Nahrungsspeicher? Ich meine, die nehmen das immer direkt aus dem Trichter. Die fressen das immer roh, oder? Müsst ihr das nicht hier drin lagern? In meinem Lager, die Nahrung? Oder was? Ha. Das Ding ist doch an, oder? Habe ich das jetzt verbunden? Ist da überhaupt kein Strom drauf? Kann das sein? Haben wir jetzt Ewigkeiten da keinen Strom auf dem System gehabt und deswegen benutzen die das nicht, oder was? Das wär's, ey, meine Fresse. Wo sind die blöden Kabel? Bei Strom wahrscheinlich. Doch, das ist dran. Es hat Strom, aber warum? Mal den Scheiß mal abbrechen hier. Warum packen die denn das nicht, Ja, das verstehe einer. Kurz den Scheiß hier vielleicht abbauen. Und dann frage ich da noch ein paar Trichter hin oder was? Da, Heisenberg macht jetzt was mit dem Fleisch.
Der packt das auch in die Truhe. Ach ja, der hat es genau richtig rausgenommen. Genau das meine ich. Ja, kannst du den Rest doch auch da reinpacken, oder nicht? Na, wenigstens kriegen die ein bisschen was zum Fressen jetzt. Das ist schon mal viel wert. Was liegt denn hier? Ich werde da mal wegpacken auf. Ach, hat Samantha ihre Waffe weggeschmissen? Oh. Das ist wie so ein Kindergarten, den man hier betreuen muss, ey. Jeder zickt rum, wie bescheuert. Der Wahnsinn. Was ist eigentlich wieder mit diesem Reis los? 75%. Das sieht ganz schön wild aus. Und warum packt ihr denn den Reis nicht rein? Und überhaupt, ich habe kein Null Stahl mehr jetzt, ne? Oh Mann, da muss ich echt mal wieder ein bisschen abbauen, ey. Hier, machen wir ein klein wenig ein bisschen an Wegen hier rein. Ja, das wird ein wunderschöner. Achso, nee, warte mal. Ich möchte nicht, dass das hier komplett reingeht. Na doch, eigentlich schon. Ich will hier den scheiß Stahl abbauen hier. Also bauen wir danach einfach eine Mauer. So. Das hier ist ja auch lecker. Machen wir mal richtige Mauern hier rein. Das ist nämlich alles Stahl hier, dieses komische Zeug. Aber warum packt ihr denn jetzt nicht den Reis rein? Ja, ungekühlt, ich weiß. Das muss doch hier rein. In mein ziemlich dreckiges Lager. Rohes Essen. Vegetarisch. Da. Reis. Machen wir das mal auf wichtig? Packen die denn das Zeug mal aufs Lager oder was? Boah, jetzt bauen die endlich mal die letzten Stühle hier auf. Ich bin der eine. So, dann bauen wir da mal ihren restlichen Trichter noch ran und gucken. Vielleicht bauen die dann, wenn ich sie finde. Achso, was ich auch noch machen wollte. Ich wollte mal hier so. Oh Gott, ist das hier groß. Na gut, ich habe keine. Gar keinen Stahl mehr. Das ist der Wahnsinn. Habe ich dann. Ventilator, Heizung, nein. Wo sind die Kacktrichter jetzt hin? Strukturen. Ja, bin ich wahrscheinlich direkt. Da ist er doch. Ja, muss ich warten, bis ich noch einen Stahl habe. Was denn da auch? Ach nee, da kommt eine Mauer ran. Nee, da kommt nichts hin. So, mein Händler ist außer Reichweite. So, an dieser Stelle, da soll natürlich dann auch wieder. Ja, ich weiß, ich habe keinen Stahl, aber. Hier soll. Ah nee, da nicht. Da soll natürlich dann auch wieder. An der Wand hin. Und die Schlafkämmerlein, die soll endlich dann nach hier oben rein. Total bescheuert, die da draußen zu haben. Nevin schläft auch in seinem Einzelzimmer, der Glückliche war. Hier liegt immer noch Nahrung rum. Ich weiß einfach nicht, warum die den Scheiß nicht reinbringen, ey. Ist sich da keiner dafür verpflichtet oder was? Koch? Aber Jace mal. Aber dazu braucht er wahrscheinlich irgendwie so ein Produktionstisch oder was? Kochplatte hier. Oh Gott, nein, wieder falsch gedrückt. So dreht man. Das passt doch dahin, oder? Ja. Er ist zwar ein schlechter Koch, aber er ist ein Koch. Vielleicht kann er uns dann, wenn wir dann wieder ein bisschen was an Stahl haben. Hier ist doch überall, das ist doch Stahl. Ach nee, das ist das Granit. Das ist Stahl. Können die das auch wegpacken oder was machen die damit? Einsturz, was? Wo? Ach hier oder was? Ja. Ist doch jetzt eine Arbeit.
Achso, hier vorne war ein Dach? Habe ich das gerade richtig gesehen? Warum das denn? Ach, guck mal, hier ist echt ein Dach, oder was? Was ist das denn für ein Blödsinn? Warum, das ist auch assi, dass man das nicht richtig sieht. Kein Dach. Jetzt muss ich damit echt alles auswählen, oder? So viel Blödsinn. Aber warum ist denn hier so eine Ecke drin? Ach, überhängender Felsen. Das soll hier alles übrigens kein Dach sein. Es ist alles offen hier, Leute. So, das auch nicht. Und das ist auch kein Dach. Ja, ich mache das jetzt so. Ich habe keine Ahnung, ob das dann nicht irgendwie anders geht. Und das hier soll Dach sein. Machen wir das dann noch weg. Dann können wir da noch was pflanzen, oder? Mann, da habe ich sogar was. Deswegen pflanzt da vielleicht auch keiner was, weil das hier irgendwie noch als... Nichts regnet hier vorne auch. Oh, was ist jetzt? Oh, meine Batterie ist leer. Ja, das hier soll eigentlich dann der etwas größere Batterieraum sein. Weil... Können die mal den Stahl hier wegräumen? Habe ich denn nicht jetzt auch Stahl? Silber. Ah, habe ich denn keinen irgendwie jemanden, der den Scheiß mal wegbringt? Hm. Du bist kein Arzt, weil du kannst das nicht. Schalter können alle bedienen, das wäre ja sonst komisch, oder? Samantha bleibt alleine Aufseher. Pflegen. Ja, wir haben nur einen Koch. Wir haben nur einen Jäger. Zwei Bauarbeiter, ein Mechaniker. Und nur ein Landwirt. Und beim Bergbauarbeiter sind sie alle bei hier. Ein Gärtner, da wird's. Na gut, zwei. Der ist aber auch schlechter Gärtner hier. Schmied haben wir noch nicht. Schneider haben wir nicht. So viele Künstler? Du bist kein Künstler. Ein Handwerker. Hier, Träger. Aber das machen sie wahrscheinlich erst, wenn sie nichts anderes zu tun haben. Ne? Ein Forscher. Brauchen wir eh nicht, weil wir haben eh noch keinen Forschen-Dings. So, jetzt kommt langsam, glaube ich, der Strom rein, oder? Ja. Ich muss das aber, glaube ich, also ich hätte es echt gern mal so gemacht, aber wie gesagt, das ist komplett an mir vorbei. Ich hätte mich echt gern, ich würde lassen das mal kurz so. Vielleicht kriegen wir... Nee, Jesse haut hier mal ab. Die sind jetzt alle am Abbauen. Das ist doch das hier, oder? Ja. Das ist auf 3 bei denen. Hast du denn nichts anderes zu tun? Und wo rennt Jesse hin? Was machst du denn jetzt? Jesse, du sollst kochen. Tja, ich weiß nicht. Das ist vielleicht echt so, dass... Das Prinzip, dass ich das noch nicht ganz durchgeschaut habe hier. Ja, genau. Mach mal richtig Krach hier. Alter, ist das wieder laut. Meine Nahrung liegt immer noch draußen. Alter, hört ihr mich noch? Das ist ganz schön laut. Die hatte fehlgeschlagen. Willst du mich verarschen? Ach, jetzt baut er erst auch da was an, ey, weil... Oh
Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Wo rennen sie denn jetzt hin? Na, wenigstens tun die jetzt irgendwas hier. Das ist echt schon mal viel wert eigentlich. Nur hätte ich echt gerne, dass die meinen Reis endlich mal reinbringen. Der verdirbt nämlich bald. Und hier sollen die den Scheiß mal wegbringen. Na, also es läuft noch nicht ganz rund, aber naja, ich habe sowieso gedacht, dass wir schon lange tot wären, also möchte ich mich ja gar nicht beschweren. Wenn ihr mal die Arbeiten erledigen würdet, die ich ihnen auftrage, wäre das schon mal viel wert. Wenn ich mal den scheiß Reis hier reinbringe. Kann ich dir nicht direkt sagen, bring den Reis rein? Kann Reis nicht tragen, Gefängnis? Was? Wie soll das denn heißen? Kann Reis nicht tragen, Gefängnis? Was soll denn das? Jetzt genau. Hä? Was soll denn Gefängnis heißen? Muss ich hier echt mal wieder... Tja. Gucke mal, ob da jetzt irgendwas passiert. Oh, Jesse zaubert. Oh, jetzt packt er endlich mal was rein, na. Oh, ich dachte, er rennt jetzt zum Reis. Was? Ach nee, du erntest oder was? Ach, den Reis bringst du rein, oder was? Warum bringst du meinen gekauften Reis nicht rein, Jesse? Ja, Waffenhändler brauchen wir nicht. Oder doch, warte mal, wir können doch meine Waffen... Nee, die möchte ich nicht verkaufen. Was ist denn mit dir los? Eigentlich geht's hier schon besser? Kannst du nicht mal wieder deine Waffe ausrüsten? Nee, jetzt gehst du wieder ein bisschen was jagen, oder was? Du triffst zwar nichts, aber... Vielleicht kannst du irgendwas reißen. Hier rum, Holz. Ja. Zack, wieder schlechte Laune, ey. Samantha, sobald ich ihr die Knarre gebe, wieder. Das ist eine komische Frau, die Dame. Ja, jetzt habe ich auch keine Nahrung mehr, lustigerweise, ob hier Tonnen an Reis rumliegt und keiner will es reinbringen. Meine Fresse, ey. Das Spiel macht es einem aber eindeutig zu schwer, finde ich. Das ist unmöglich. Was heißt denn, kein Stahl mehr vorhanden? Hier liegt Stahl rum, en masse. Nicht verarschen? Mein Lager ist weg. Warum ist mein Lager weg? Oh. Ich werde bekloppt, ey. Packt ihr jetzt irgendwas darauf? Kein Wunder, dass hier nichts funktioniert. Das muss erst im Lager liegen, damit ich den Scheiß benutzen kann, ha? Huh? Ich muss Samantha die Waffe wieder wegnehmen. Weil irgendwie kommt sie damit nicht klar, dass sie das Scheißding... Hm. Warum ist denn hier draußen jetzt Mais pflanzen? Oh ja, er erntet das schön. Er erntet das nicht schön, er fehlgeschlagen. Beim Kartoffelernten fehlgeschlagen. Das musste er erstmal schaffen. Darf ich jetzt meine Mauer da ziehen? Ja. Machen
wir das jetzt? Das ist... Wird aber schon alles gekühlt jetzt, oder? Ja, schlechte Laune, ich weiß. Ja, in unserer wunderschönen kleinen Siedlung haben wir wieder einen Tag mehr überlebt. Alle haben sie noch nicht wirklich Bock zu arbeiten. Die lassen meinen Reis einfach draußen liegen, bis der dann irgendwann mal verdirbt, denke ich. Weil der ist im Gefängnis, sagt mir das Spiel. Ja. Ja, mal gucken. Wir haben noch eine weitere Folge wenigstens überlebt. Das ist schon mal viel wert. Ich danke fürs Einschalten. Dann bis zum nächsten Mal. Hau rein.